einmal in einem richtig großen Fußballstadion spielen dürfen, das ist doch der Traum vieler Hobbykicker. Und für zwei von ihnen hier im Land wird dieser Traum in Erfüllung gehen. Für das Spiel für die Lizenz in der DKB-Arena in Rostock wurden ja noch Spieler für die Promi-Mannschaften gesucht. Und so bekamen insgesamt 22 Herren die Chance, sich vor den gestrengen Mannschaftskapitänen zu beweisen. Voll spannend. Das ist ein Techniker, ist unfassbar. Und zum Schluss nehmen wir dann. Die beiden suchen noch jeweils einen Spieler für ihre Mannschaft. Musiker Materia fürchtet allerdings, dass sein Team gleich mehrere braucht. Verbrecher. Team Paul ist extrem technisch stark. Mit Bernd Schneider und ein unfassbares Mittelfeld. Haben wir, glaube ich, so nicht wirklich eine. Da liegt der Kegel. Also, wir können, glaube ich, nur mit Kampf. Florian Häbel hofft, so einer zu sein. Der 23-Jährige hier zusammen mit Günni Stoll aus Rostock. Mein großes Paul war früher schon peinlich. Habe ich auch schon ganz viele Autogramme und Unterschriften. Und wenn der mich natürlich in sein Team mitnehmen würde, wäre natürlich mein Traum. Auch Günni ist dabei. Ein Mann, der weiß, was er kann. Rechts oder links? Stärken, alles bei mir. Voll Profi durch und durch. Per Videobotschaft hatten sich die 22 Kandidaten für das Abschlusstraining qualifiziert. In 2 Stunden Training werden sie auf Herz und Nieren geprüft. Ihr fasst euch alle an. Jawohl. Und dann lauft ihr alle zusammen einmal vorwärts und rückwärts durch. Mal sehen, ob die Kette reißt. Ihr müsst als Team arbeiten. So sieht eine funktionierende Elferkette aus. Das Niveau? Eine sehr hohe Qualität hier drin. Und man merkt ja, ich bin kaputt, aber nicht, weil sie Bälle sonst vorhin gehauen haben, sondern weil sie zu viel auf Mann gehauen haben und ich zu viele ablegen muss. Auch auf Günni, bei dem die Richtung schon mal stimmt. Kandidat Florian sammelt zur Halbzeit erste Erfolgserlebnisse. Schönes Tor. Ist ja ganz gut. Sehr zufrieden, ja. Schon ein Tor gemacht? Einige, 2 oder so. Ich glaube, 1 habe ich gesehen. Das war schon klasse, ja. Ein paar Bälle sind schwierig gekommen, aber muss man ja probieren. Ne? Ein guter Spieler zeichnet sich darin aus, zur richtigen Zeit das Tor zu treffen und nicht jetzt geht's ja noch um nichts. Weißt du, hinten raus lassen die Leute nach und dann komme ich. Für wahr. Das 25-jährige Abwehrbollwerk mit einer fehlerlosen Leistung, allerdings nur selten am Ball. Florian hingegen sorgt mit technischen Kabinettstückchen für Aufmerksamkeit am Spielfeldrand. Wer schafft es in das Auswahlteam? Oh, sehr gut gemacht. Schön gespielt. Markus Kaczynski ist bei mir im Team. Hey! Habe ich mich entschieden für Alexander May. Enttäuschung bei Günni und Florian, dass sie nicht dabei sind. Willkommen. Ein bisschen schon, aber natürlich drücke ich den beiden natürlich auch den Daumen. Ne? Die werden auch gut, die haben auch beide gut gespielt und zu Recht auch weitergekommen. Am Sonntag heißt es für 2 Hansa-Fans das Spiel eures Lebens. Viel Erfolg und bleibt alle gesund. Thanks a lot.